Hallo, heute möchte ich euch das Buch Es geschah im Nachbarhaus, Geschichte eines Verdachts von Willi Fehrmann vorstellen. Es ist im Arena Live Verlag erschienen. Ich lese euch einfach mal den Buchrücken vor. Der Autor schildert, wie Ende des 19. Jahrhunderts in einer kleinen Stadt am Rhein durch grundlosen Hass und Vorurteile eine unschuldige Familie um ihre Existenz gebracht wurde. Die Stadt wird aus ihrem Alltagstrott aufgeschreckt. Ein Kind ist ermordet worden. Weil man den Verbrecher nicht sofort findet, wird von einigen Böswilligen der Verdacht auf den jüdischen Viehhändler Waldhof gelenkt. Ein wahres Kesseltreiben beginnt, bei dem selbst die Gutwilligen aus Feigheit schweigend zusehen. Nur ein halbwüchsiger Junge wagt es, gegen den Strom zu schwimmen. Er hält die unerschütterliche Freundschaft zu dem Sohn des Verdächtigen. Die geschilderten Ereignisse beruhen auf einem tatsächlichen Kriminalfall, und sie haben uns allen etwas zu sagen, Jugendlichen und Erwachsenen. Ich finde das Buch eigentlich ziemlich gut. Da kommt ganz klar die Problematik von Vorurteilen raus, weil die Familie, die hat, am Schluss hat sie eigentlich gar nichts mehr. Es ist richtig, richtig schlimm in dem Buch. In dem Buch gibt es sehr viele Personen, eigentlich so die ganze Stadt wird irgendwann mal erwähnt, aber es ist auch nur ein sehr kleines Dorf. Aber die Personen sind alle ziemlich gleich. Also sie lassen sich nämlich gut von dieser Schuld des Herr Waldhofs überzeugen, obwohl das gar nicht, also obwohl die gar nicht schuldig sind. Und das finde ich auch ziemlich traurig. Deswegen lese ich solche Bücher eigentlich auch gar nicht so gerne. Ich lese lieber schöne Bücher und Fantasy-Bücher. Aber das ist auch sehr empfehlenswert, es eigentlich zu lesen, weil man sich dann auch gut damit auseinandersetzt. Das Buch ist nicht in Ich-Form geschrieben, aber das finde ich nicht so schlimm, weil man dann halt von allen Personen mal die Gefühle so mitkriegt. Und Gefühle sind in dem Buch auch wirklich wichtig, weil man dann erst in die Situation richtig reinkommt. Das Cover ist jetzt nicht so schön, aber es passt ziemlich gut zum Buch und ist halt recht schlicht. Ich gebe dem Buch 7 von 10 Sternen, weil es mir recht gut gefällt. Das Hörbuch ist im Sauerländer Verlag erschienen. Es wurde ziemlich gut von Thorsten Michaelis gelesen. Ich finde deine Stimme eigentlich ziemlich lebhaft und er betont sehr gut die verschiedenen Leute. Ich würde dem Hörbuch natürlich mehr Punkte, also Sterne geben, wenn es nicht gekürzt ist, aber das ist ja bei vielen Hörbüchern so. Ich gebe dem Hörbuch 6 von 10 Sternen. Ja, also, wenn ihr einen guten Eindruck von dem Buch bekommen habt, dann könnt ihr es ja einfach mal lesen. Ich freue mich über Abonnenten, Verbesserungsvorschläge und auch andere Kommentare. Tschüss!